Zunächst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2022. Ich melde mich mit diesem Video also zurück aus dem erholsamen Weihnachtsurlaub und hoffe euch auch in diesem Jahr in ungefähr wöchentlichem Rhythmus euch neues und unterhaltsames sowie informatives Material rund um das Thema Kryptowährungen bieten zu können. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Web3-Interface MetaMask nutzen könnt, um verschiedene Netzwerke, die mit der Ethereum Virtual Machine kompatibel sind, auszuwählen und mit deren Smart Contracts bzw. dezentralen Anwendungen zu interagieren und deren eventuell günstigeren Transaktionsgebühren auf diese Art und Weise zu nutzen. Noch einmal zur Wiederholung, was ist MetaMask und wofür wird es überhaupt benötigt? MetaMask ist als Browser-Extension für Firefox und auf Chromium basierende Browser wie zum Beispiel Google Chrome oder Chromium erhältlich. MetaMask enthält eine Ethereum Wallet und ermöglicht die Interaktion mit Smart Contracts oder dezentralen Anwendungen direkt durch den Browser hindurch. MetaMask ist somit essentiell für die Verwendung von DeFi-Anwendungen, wie zum Beispiel der dezentrale Kreditmarkt Compound, die dezentrale Tauschbörse Uniswap, die Metaverse-Anwendung Decentraland. All diese Anwendungen benötigen für die Interaktion mit den hinterlegten Smart Contracts, die ich euch zum Teil auch schon vorgestellt habe, MetaMask. Diese populären Anwendungen sind alle auf dem Ethereum-Netzwerk gebaut. MetaMask erlaubt aber auch anderen Netzwerke, die mit der grundlegenden Technik von Ethereum, nämlich die Ethereal Virtual Machine, zu erreichen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, mit analog aufgebauten Smart Contracts zu interagieren. In diesem Video möchte ich mich beispielhaft mit dem Fader Network verbinden und auf diese Weise erhaltet ihr damit ein Wallet für die Governance bzw. den Utility Token Theta und Theta Fuel, die ihr dann mit eurer Ethereum-Adresse und euren Ethereum Private Keys haltet. Und ihr erhaltet also ein entsprechendes Wallet für diese beiden Kryptowährungen mit der exakt selben Ethereum-Adresse, die ihr sonst auch benutzt. Nachdem ihr euch angemeldet habt, klickt ihr hier oben auf das Ethereum Mainnet-Symbol und geht unten auf Add Network. Anschließend werdet ein Fenster im Browser geöffnet, in dem ihr die entsprechenden Daten für euer Netzwerk eintragt. Ich werde dies hier für das Theta-Netzwerk tun. Für weitere Netzwerke stelle ich euch am Ende eine Tabelle mit der Zusammenfassung der Daten zur Verfügung. Und zuletzt geht ihr dann auf Speichern. Ihr habt jetzt also die Möglichkeit, zum Beispiel Vault Swap zu nutzen, um T-Fuels gegen andere Token zu tauschen. Zum Beispiel könnt ihr eure T-Fuels, die ihr zum Beispiel durch das Staking von Theta Token erhaltet, nutzen und diese gegen Wrapped ETH eintauschen. Weitere mit der Ethereum Virtual Machine kompatible Netzwerke sind zum Beispiel Smart Bitcoin Cash, welches ich euch in einem anderen Video bereits vorgestellt habe, und die Binance Smart Chain, die ihr mit den Informationen aus dieser Tabelle erreichen könnt, wenn ihr die Werte aus der Tabelle in die entsprechenden Felder bei der Netzwerkauswahl eintragt. Wenn dir der Content gefallen hat, findest du von mir weiteres exklusives Material rund um das Thema Kryptowährungen auch auf meinem Float App Kanal. Den Link dazu sowie weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung. Auf meiner Cointree-Seite findest du eine Vielzahl von Kryptowährungen, mit denen du die Arbeit meines Kanals mit einer kleinen Spende unterstützen kannst. Ich bedanke mich dafür herzlichst im Voraus. Und noch immer verteile ich die in meinem Video zur Erstellung von SLP-Token erzeugten MAD-Token. Wenn du einen der streng limitierten Token als Nachweis deiner frühen
Interaktion mit mir und meinem Kanal erhalten möchtest, dann kommentiere doch einfach mit einer deiner Bitcoin Cash Adressen unter diesem oder einem anderen Video. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.